Ich muss mit euch reden. Worüber denn? Wieso tun Sie so geheimnisvoll? Es geht um das Casting. Okay, verstehe. Und gibt's was Neues? Ich habe die Ergebnisse. Okay, und sagen Sie uns auch, wie Sie lauten? Wurden wir genommen? Leute, es tut mir echt furchtbar leid, aber nein, Sie haben sich anders entschieden. Was? Ihr wart ganz dicht dran, aber es wird nichts. Nein, nein, Moment mal. Ist jetzt das ganze Team abgelehnt worden oder ein Paar? Sie nehmen weder das Paar noch das ganze Team. Und ich dachte, wir waren unglaublich gut. Wart ihr auch. Das ganze Training hat nichts gebracht. Bitte, Leute, das hier hat nicht das Geringste mit Können zu tun oder mit Talent. Das war nämlich kein Wettbewerb, sondern ein Casting. Vielleicht haben die Produzenten jemand ganz anderen gesucht, jemand mit einem anderen Profil. Ich weiß nicht, vielleicht ältere Darsteller oder auch jüngere, das kann man vorher nie wissen. Aber eines steht für mich absolut fest, dass ihr alle euer Bestes gegeben habt. Und nur das zählt, Leute. Okay, genug, genug. Das war eine tolle Chance für uns. Und es war mir ein Vergnügen, mit euch allen skaten zu dürfen. Stimmt, das war eine schöne Erfahrung und hat uns als Team zusammengeschweißt. Siehst du, einige Herausforderungen stellen unsere Fähigkeiten auf die Probe, woraus wir aber lernen können und manchmal auch etwas verbessern. Leute, euch werden sich noch so viele Möglichkeiten bieten. Und das heißt, dass ihr auch in Zukunft hart trainieren müsst, um diese Möglichkeiten zu nutzen. Ja, das müsste wohl eher wir heißen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich steht die offizielle Trainerin des Roller auf jeden Fall fest, oder nicht? Es ist mir eine Ehre. Ihr werdet mich dann wohl noch für einige Zeit ertragen müssen. Gut, uns kann nichts und niemand aufhalten und dafür sollten wir uns jetzt reinhängen, okay? Genau. Papa, ich glaub's nicht, du bist hier. Daran tust du gut, Nina, weil eigentlich bin ich gar nicht hier. Ich bin in Miami, du siehst hier nur mein Hologramm. Eins der neuesten Generationen, denn siehst du, man sieht sogar die Augenringe von der Reise. Nicht zu fassen, wie fortschrittlich die Technik ist. Ja klar, Wahnsinn. Ich sehe, du bist immer noch der Alte. Was ich nicht verstehe, ist, wieso hast du mir nichts von deinem Besuch gesagt? Ich wollte dich überraschen, Herzchen. Das ist dir gelungen. Ja, mag sein, mag sein. Obwohl, ich muss gestehen, ich war auch ein wenig überrascht. Wieso? Willst du nichts verraten? Was denn? Also langsam wird das echt mühsam. Dann hol ich schnell das Stethoskop raus. Komm schon, gib dir einen Ruck und erzähl deinem alten Herrn, wer der Junge ist. Ah, gleich. Ich hab dir extra seinen Lieblingssaft bestellt. Maracuja. Oh, für dich. Wie schön. Er wird frisch gemacht. Vielen lieben Dank. Gern. Der schmeckt hier ganz anders. Ja. Ist viel Frucht drin. Jetzt, Nina. Komm schon, bitte. Was? Wenn du das Thema wechseln willst, musst du das geschickter machen. Ich kenne dich gut. Ich hab dich laufen gelehrt. Ich bitte dich, Herzchen. Da das wohl kein Vergessenstrank war, weiß ich noch ganz genau, was ich dich fragte. Es ging um diesen Jungen. Sagst du mir jetzt, wer er ist oder etwa nicht? Na gut, er ist Erik. Ah, verstehe. Gut, sprich weiter. Jetzt wissen wir schon mal seinen Namen. Immerhin etwas. Ja. Erik. Ja, Erik. Gut. Und was und? Und läuft da irgendwas mit diesem Erik? Wir sind Freunde. Mehr nicht. Freunde? Ja, Freunde. Gut, bestens.